Aloha, moin moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Mond. Beim letzten Mal haben wir es nach einer langen, langen Reise endlich geschafft. Wir sind zum Champ der Alola-Region geworden, zum ersten Champ, um genau zu sein, und haben die Hauptstory mit einem sehr, sehr langen Outro abgeschlossen. Und jetzt sind wir wieder im Hauptmenü. Das Spiel allerdings ist noch nicht so ganz hundertprozentig fertig, denn wir können noch einige Sachen im Postgame anstellen. Wir werden nicht alles machen, aber zumindest ein paar Sachen werden wir uns anschauen. Und ich würde sagen, ich klicke einfach mal auf Weiter und wir starten in unserem Zimmer. Dann würde ich sagen, ich habe offscreen schon mal nachgeschaut und ich habe eine erfreuliche Sache festgestellt, denn auch in diesem Spiel wird der gute Lebell wieder vorkommen und ich bin guter Dinge, dass es genau wie in Pokémon X und Y eine kleine Side-Story geben wird. Vielleicht laufen wir sogar in diese gleich hinein. Auf jeden Fall starten wir wieder dort, wo alles gestartet ist. Der Satz macht so viel Sinn, aber ihr versteht, was ich meine, nämlich in unserem Zimmer. Unsere alte Plüschpuppe des Maus-Pokémon Pikachu, die wir uns schon so lange nicht mehr angesehen haben. Und natürlich, die Kisten wurden immer noch nicht ausgepackt. Aber eine Sache, die wir zuerst machen. Sorry, es muss einfach sein. Wir pennen erstmal eine Runde. Ich meine, wir sind der stärkste Trainer der Alola-Region. Was ist da los? Ich habe unfrei. Das war wirklich unfreiwillig. Ich habe etwas getriggert. Hallo, Mauzi. Ja. Hi. Mauzi hat etwas fallen lassen. Okay. Du erhältst das Item Aufwecker. Tja, aber das Item musst du uns verabreichen, denn wenn wir schlafen, können wir uns nichts zuführen. Okay, das war jetzt ein bisschen merkwürdig, aber okay. Einfach mal so einen Aufwecker geschenkt bekommen. Vielen Dank, Mauzi. Und dann würde ich sagen, begrüßen wir doch mal unsere Mutter. Und da läuft Mauzi wieder so ganz unerscheinheilig. Na, mein Schatz, du musst ja schön geschafft gewesen sein, so tief und fest, wie du geschlafen hast. Ja, nach der wirklich sehr, sehr langen Partynacht, wo wir uns voll gesoffen haben. Natürlich mit unalkoholischen Getränken. Und ich hab's schon fast geahnt. Alola! Seht mal, wen die Meeresbrise reingeweht hat. Ich bin's, Tali. Mord. Warum schimmert die Münze so? Das ist ja Mauzi aus Kanto. Hui! Und wie die Münze auf seinen Kopf glitzert. Das fällt Ihnen jetzt erst auf, dass es ein normales Mauzi ist. Hat er sie schön fein sauber poliert, oder wie? Ich habe Obi doch endlich mal ein ganzes, sein ganzes Können im Kampf entlocken können. Und weil ich als Belohnung ein paar tolle Sachen bekommen habe, dachte ich mir, ich gebe dir auch was davon ab, Gilda. Ich möchte mich überhaupt nicht einschleimen oder so. Okay. Silvarium Z. Der Z-Kristall für Silvaro also. Und natürlich auch für Primarini. Primarine, so heißt das Pokémon, die letzte Form des Wasserstarters. Damit wirst du unschlagbar sein, Kinder. Das ist echt nett von dir, Tali. Was ich bei der Gelegenheit mal fragen wollte, ist Kanto eigentlich sehr weit weg? Aber nein. Nur ist schon recht weit, ne? Wie man es nimmt, würde ich sagen. Ein Mauzi-Sprung ist es natürlich nicht gerade. Aber wenn du mal hin möchtest, kannst du das jederzeit tun. Und darauf warte ich ja ehrlich gesagt immer noch. Ein Pokémon-Spiel, ein offizielles Pokémon-Spiel, wo man wirklich mal alle Regionen bereisen kann. Ich weiß, das würde zwar bestimmt unfassbar viel Speicher fressen, aber irgendwann muss es doch mal bestimmt die Möglichkeit geben, auch technisch gesehen, ein Spiel zu entwickeln, ein Pokémon-Spiel zu entwickeln, wo man wirklich jede Region, die wir bis jetzt bereisen konnten, in einem einzigen Spiel bereisen kann. Das wäre so mein Traum als Pokémon-Spieler. Also gut, dann steht die Sache hiermit für mich fest. Ich trainiere fleißig weiter, um noch viel, viel stärker zu werden und gehe dann mit meinem Pokémon ganz groß auf Reisen.
So kann ich dann auch Lili und meinen Papa wiedersehen. Wer ist eigentlich dein Papa? Dein Vater? Der wurde bis dato noch überhaupt nicht erwähnt. Dein Papa? Mhm. Ja, genau. Er war ein ziemlich starker Trainer, aber irgendwann hatte er wohl einfach genug davon, immer nur der Sohn des Inselkönigs zu sein. Daraufhin hat er eines Tages Alola verlassen, um woanders Arbeit zu finden. Ich will mich jedenfalls so lange den Herausforderungen im Kampfbaum stellen, bis ich gegen Killer gewinne. Und jetzt, wo er gerade den Kampfbaum anspricht, ich glaube, der Kampfbaum ist in dieser Generation sowas wie die Pokémon-Kampfzone oder die Kampfmetro, wo man also diverse verschiedene Kampfarten austragen kann. Ich denke mal, den werden wir jetzt im Postgame ebenfalls betreten können. Wenn ich dann meinen Papa wiedersehe, kann ich ihm zur Begrüßung gleich den Titel des Champs als Geschenk präsentieren. Was laberst du da, Mann? Toll, Tali. Aber sag, was genau ist dieser Kampfbaum, von dem du da gerade sprichst? Der befindet sich im hintersten Winkel vom Pony. Wer die Inselwanderschaft erfolgreich hinter sich gebracht hat, oder zumindest meint, ausreichend stark zu sein, kann sich dort mit gleichgesinnten Trainern messen. Ich freue mich schon drauf, Keda. Das werden die besten Kämpfe überhaupt. Okay, und wir haben also jetzt auch gerade erfahren, wo dieser Kampfbaum zu finden ist. Hört sich toll an. Ich kann es noch immer nicht glauben. Du bist wirklich der Champ mit deinen 12 Jahren. Noch ganz grün hinter den Ohren, aber der stärkste Trainer der Region. Ach ja, da werden dich jetzt viele herausfordern wollen. Autsch. Glitzer. Okay, da haben wir jetzt also einen kleinen Hinweis bekommen, was wir uns als nächstes anschauen könnten. Und ja, ich erinnere mich, wir haben ja noch einen kleinen Teil von Pony, von der Insel Pony noch nicht erkundet. Und da befindet sich also der Kampfbaum. Ansonsten, was wir auch noch tun könnten, ist auf jeden Fall die Haina oder Hainer-Wüste, wie man sie auch immer ausspricht. Die können wir auch nochmal erkunden. Ich hatte auch nochmal vor, hatte ich glaube ich im Outro und auch schon vorher ein, zwei Mal erwähnt, dass wir die neue Shiny-Ketten-Methode uns anschauen werden. Und ich wollte nochmal in einem separaten Part auch nochmal das Pokémon Resort besuchen. Aber jetzt würde ich erstmal sagen, was machen wir als erstes? Ich würde gerne erfahren... Okay, jetzt geht's erstmal so weiter. Psst, du da! Hey, komm mal her. Du bist doch Killer, oder? Hey, gib mir ein Autogramm. Wer soll ich sein? Haben wir einen Stalker? Einen alten Stalker? Das ist doppelt furchterregend, aber wir bestätigen das mal. Gut. Ich bin im Auftrag einer gewissen Person hier. Bevor du Fragen stellst, zieh dir das hier an. Du hältst das Item seltsame Karte. Okay. Ich zieh dir in Ruhe durch, dann wirst du alles verstehen. Du verstehst sicher, dass ich dich darum bitten muss, diese Sache hier geheim zu halten. Und rennt davon. Okay, ich wollte gerade sagen, ich habe leider noch keine Ahnung, wo wir diese Side-Story um Lebel beginnen können. Ach, guck mal, die Pokepuppe haben wir beim letzten Mal im Outro von Lidia bekommen. Diese halten wir natürlich in Ehren. Und das ist die seltsame Karte. Eine rätselhafte Karte, auf der folgende steht. Ich warte im Hotel am Rand von Route 8 auf Arcada. Okay. Mehr steht da also nicht drauf. Und was wir auch noch nicht gefunden haben, ist der letzte Element-Z-Kristall, denn der Psycho-Z-Kristall, von dem ich keine Ahnung habe, wo wir den finden, fehlt uns ja auch noch. Und ich habe auch keine Ahnung, wie viele Side-Quests es nach der Story gibt, ob es überhaupt noch welche gibt. Wir könnten natürlich noch theoretisch die ganzen Nebenquests, nenne ich es mal, wo bestimmte Personen bestimmte Pokémon oder Pokédex-Einträge von Pokémon sehen wollten, die könnten wir theoretisch auch noch abschließen, aber ich glaube, das ist ein bisschen zu mühselig und ein bisschen zu langweilig. Das werden wir nicht tun. Aber ich würde sagen, zuallererst, bevor ich das vergesse, werden wir... Arcada stimmt schon mal, glaube ich. Genau. Was ich zuerst machen wollte, ist nämlich zum Avenue Royal reisen. Stimmt, das könnten wir theoretisch auch nochmal machen. Dass wir an einem Battle Royale teilnehmen. An diesem Viererkampf, wo 4 Trainer gleichzeitig gegeneinander kämpfen. Wäre vielleicht auch noch ganz interessant. Muss ich mal schauen, ob wir uns das auch nochmal antun. Aber deswegen bin ich jetzt nicht hierher zurück
gereist, beziehungsweise einfach hergeflogen, denn ich erinnere mich, ich habe es nicht vergessen, dass wir hier in diesem Pokémon-Supermarkt den einen Typen nochmal ansprechen sollten. Erstmal bekommen wir wieder Coupons, vielen Dank dafür. Der wollte ja uns irgendetwas sagen, irgendetwas geben, sobald wir Pokémon-Champ geworden sind. Das war nämlich dieser nette Herr hier. Mal gucken, was der zu sagen hat. Das war doch der, oder? Hey du, warte mal. Das Funkeln in deinen Augen verrät mir, dass du trotz deines Alters ein talentierter Pokémon-Trainer bist. Woher ich das weiß? Jeder kennt dich, jeder hat den Kampf im Fernsehen gesehen, Mann. Naja, ich war nicht immer nur das strahlende Lächeln hinter dieser Kasse. Als Trainer habe ich meine Inselwanderschaft 1 mit Bravour gemeistert. Mein Evoli und ich, Evoli Profi Even, waren damals bekannter als ein buntes Yorkleff. Aber ehe ich mich versah, war ich verheiratet und hatte Kinder. Und mein Traum, er ging zu Ende. Bald schon zählten Mietzahlungen zu den Prüfungen in meinem Leben. Und jetzt bereite ich mich auf die große Prüfung vor, meinen Ruhestand. Aber genug davon. Ich hätte eine Aufgabe für einen talentierten Trainer wie dich. In meiner Blütezeit stand ich immer in Rivalität mit 8 erfahrenen Trainern. Jeder von ihnen hatte eine der 8 Entwicklungen von Evoli zu seinem Partner auserkoren. Willst du sie für mich herausfordern? Wenn du ihnen sagst, dass Even dich schickt, werden sie sich bestimmt auf einen Kampf einlassen. Wenn du alle 8 besiegen kannst, bekommst du von mir eine Belohnung für deine Mühen. Du kannst dich jederzeit an mich wenden, wenn du etwas über diese Trainer erfahren willst. Okay, das ist doch mal eine interessante Sidequest. Aber wo finde ich diese 8 Evoli-Trainer? Oh, du bist es. Und wie kommst du voran? Möchtest du über einen Gegner mehr erfahren? Den Aquana-Profi, Flamara-Profi. Okay, dann fangen wir mal mit dem Aquana-Profi an. Der wilde Whirlpool von Alola. So nannte man den Aquana-Profi Enya. Eine Frau so bezaubernd wie die blaue See. Und gleichsam so nachgiebig wie die Gezeiten. Ihr Aquana konnte mit einer Hydropumpe sogar dicke Eisenplatten durchdringen. Enya stammte aus Mele-Mele und wie ich gehört habe, wurde sie Lehrerin. Okay. Das ist alles. Das alles ist 30 Jahre her, aber vielleicht helfen dir diese Hinweise, sie zu finden. Lehrerin? Das ist schon mal ein sehr guter Hinweis, Mele-Mele. Und ich frage mich, sollen wir vielleicht diese Evoli-Quest sogar zuerst machen? Wahrscheinlich wird sich das gar nicht so lohnen, aber wir fragen erstmal über alle Profis ein bisschen aus. Flamara-Profi? Der Flamara-Profi Aiden. Wie ein Magier spielte er mit den Flammen. Sein hitziges Gemüt handelte ihm den ein oder anderen Streit ein. Viele schworen darauf, dass die Flammen seines Flamaras ein Eigenleben besäßen. Damals war Aiden Stammgast im Hotel Meeresrauschen. Das ist alles 30 Jahre her, aber vielleicht helfen dir diese Hinweise, ihn zu finden. Okay. Meeresrauschen, das Hotel Meeresrauschen war hier auf Arcana, glaube ich. So, aber fragen wir ihn erstmal zum Blitzerprofi. Der Blitzerprofi Lynn. Elektrisch geladen bis in die Fingerspitzen. Ihr entzückendes Äußeres täuschte über den grausamen Charakter dieses Mädchens hinweg. Es heißt, dass ihr Blitzer seine Gegner wie ein donnernder Blitz durchbohren könne. Als ich das letzte Mal von Lynn gehört habe, hatte sie auf Ula Ula Arbeit gefunden. Okay, und noch das ist 30 Jahre her. Der letzte Satz ist immer der gleiche, wie es aussieht. Der Psyana-Profi? Ah, der Psyana-Profi Hughes. Die Sonne selbst hätte sich in die reizende Ausstrahlung dieses Mannes verlieben können. Sein Psyana konnte den Angriffen seiner Gegner mit spielerischer Leichtigkeit ausweichen. Soweit ich mich erinnere, war Hughes damals im Erdwärmekraftwerk auf Ula Ula angestellt. Okay. Wir kriegen auf jeden Fall relativ präzise Hinweise, wo wir diese Evoli-Profis finden können. Nachtara-Profi. Das sind doch wir. Wir sind der Nachtara-Profi, Mann. Der unsterbliche König der Nacht. Der Nachtara-Profi Koll. Es gibt Gerüchte, dass er einst von den Toten auferstanden sei. Alle fürchteten ihn. Sein Nachtara besaß eine Aura, die einen das Blut in den Adern gefrieren ließ. Für gewöhnlich verbrachte Koll seine Nächte auf dem Friedhof von Mele-Mele und führte dort seltsame Rituale durch. Okay, also auch auf Mele-Mele. Ich werde mir wahrscheinlich nicht alles merken können. Aber trotzdem gehen wir mal eben alles durch. Glaciola-Profi? Die Gebieterin über den absoluten Nullpunkt. Der Glaciola-Profi Fiola. Eine Schönheit kalt wie das Eis selbst. Gegner verfolgte sie mit unnachgiebiger Härte.
Irgendein Ziora sagte man nach, dass es um sich herum sogar die Zeit habe einfrieren können. Soweit ich weiß, stammte Fjolla aus einem kleinen Dorf auf Medemede. Okay, auch Medemede, also sehr viele. Schon der dritte Evoli-Profi von Medemede. Dann der Fulipurba-Profi. Der Fulipurba-Profi Florence. Schön wie eine Blume in voller Blüte. Sie war nicht nur ein bekanntes Model, sondern auch sehr talentiert im Umgang mit Pflanzen-Pokémon. Der Schrei ihres Fulipurbas konnte selbst verdorrte Bäume wieder zum Blühen bringen. In ihrer Freizeit hielt sich Florence gerne im Hanohano Resort auf. Okay. Das Hanohano Resort, wo war das noch? Ich weiß es nicht, aber werden wir auf jeden Fall mit Hilfe der Karte finden. Und zu guter Letzt noch der Filinara-Profi. Die Königin der Feen-Pokémon, der Filinara-Profi Alva. Dieses unschuldige Mädchen wurde von Feen-Pokémon wie eine Königin verehrt. Selbst wilde Bestien konnten dem Zauber von ihrem Filinara nicht widerstehen. Es ging Gerüchte um, dass Alva ein Nachfahren des Seevolkes sei. Okay. Gut, haben wir zu allen Evoli-Profis, die wir finden sollen, können, nicht müssen, ein paar Infos bekommen. Okay, eine Sidequest haben wir also schon mal bekommen. Arbea. Ist die Frage, wollen wir jetzt echt den Evoli-Profis erstmal nachjagen? Wisst ihr was? Fangen wir mal damit an. Wieso eigentlich nicht? Und ich habe schon die Hälfte der Informationen wieder vergessen. Fangen wir, wenn wir schon mal auf Akala sind, auch mit Akala an. Hotel Meeresrauschen. Irgendeiner der Evoli-Profis war auf jeden Fall dort. Fragt mich nicht mehr, welcher von denen, aber das ist auch schnurpspieps egal. Wir werden uns jetzt einen nach dem anderen vornehmen. Zurück in Kantai City. So, und der Frage, wo war das Hotel? Das müsste hier oben irgendwo gewesen sein. Ja, da sehen wir es schon im Hintergrund. Und vielleicht, wenn wir diese ganzen Orte einfach mal abgehen, können wir auch eventuell andere neue Events triggern. Ich weiß es nicht. So, ist die Frage, wo... Ich glaube, der ist da neu. Der stand da vorher noch nicht, oder? Alle anderen waren schon hier. Dann wirst du wahrscheinlich ein Evoli-Profi sein, oder? Leider weiß ich jetzt nicht mehr, mit welcher Evoli-Entwicklung er kämpft, aber ist auch egal. Ja bitte, wie kann ich dir helfen? Ah, der Flamara-Profi ist das. Bist du etwa der Flamara-Profi? Oh, tja, so ist das also. Du kennst Evan und jetzt willst du gegen mich kämpfen? Das erinnert mich an die gute alte Zeit. Das ging schnell. Den haben wir sehr schnell überzeugt. Ist nur die Frage, welches Level sind die Evoli-Entwicklungen? Aiden hieß er. Der Flamara-Profi mit seinem hitzigen Gemüt schickt natürlich Flamara in den Kampf. Und da haben wir mit Gloria jetzt nicht unbedingt die beste Antwort vorne. Level 55, ach, das ist doch sehr angenehm. Dann würde ich tatsächlich sagen, wenn wir diese kleine Sidequest zuerst erledigen, allerdings nicht mit unserer Gloria, sondern Starmie sollte dann eine ganz gute Antwort sein. Flammensturm, das hätte höllisch wehgetan. Versteht ihr? Höllisch, Hitze und so. Egal. Siedewasser, here we go. Unser Starmie, das ja in der Pokémon-Liga, ich glaube, tatsächlich am wenigsten gemacht hat. Unser einziges schnelles Pokémon im Team. Jetzt kommt der Flammenblitz. Holy shit, der macht ganz schön Schaden. Flamaras physischer Angriff ist ja sein stärkster Wert. Und das ist auch gleichzeitig das Problem an Flamara. Es gibt ja kaum gute physische Feuerattacken. Und vor allem gibt es nur sehr wenige physische Feuerattacken, die Flamara erlernen kann. Da ist der Flammblitz, glaube ich, schon mit Abstand die beste Wahl. Aber Flamara haben wir schon mal besiegt. Nummer 1. Auch die stärkste Flamme erlischt irgendwann. Am Ende bleibt nur Asche. Seit ich im Ruhestand bin, glaube ich, dass es sich mit dem Leben ebenso verhält. Flamara und ich faulen es mittlerweile viel. Lomi-Lomi-Massagen mögen wir nämlich mehr als Kämpfe. Aber wem geht das denn nicht so? Ich glaube, Massagen, es gibt nicht viel Dinge, die schöner sind als eine Massage. So ist die Frage, war hier noch irgendjemand von diesen Evoli-Trainern auf dieser Insel? Ja, das Hanohano-Resort nämlich. Dann fliegen wir da mal kurz rüber.
Ich überlege gerade, ob es sich irgendwie lohnen würde, das Team vielleicht nochmal durchzuwechseln, also unser Team. Aber wisst ihr was, ich glaube, mit dem 6er-Team, das die Pokémon-Liga geschafft hat, werden wir jetzt einfach bis zum Ende dieses Let's Plays durchhalten. Ach, und das war doch dieses Star-Pikachu, ich erinnere mich ganz dunkel. Das wollen wir natürlich nicht stören. So, das Hanohano-Resort ist allerdings groß. Hier ist der Strand, hier wird sie wahrscheinlich nicht sein, oder eher. Ich habe keine Ahnung, welcher Evoli-Profi hier war. Hätte vielleicht nochmal unser Team heilen können. Beziehungsweise das Dami war ja nur angeschlagen. Dann schauen wir uns mal ein bisschen um. Bist du der Neue? Warst du schon vorher hier? Was? Willst du mir zeigen, wie sie deinen Pokémon... Achso, er hier kann uns ein bisschen zur Hintergrundgeschichte unserer gefangenen Pokémon erzählen. Das will ich aber an dieser Stelle nicht. Das war der Typ mit den Wuffels. Ich kann mich auch noch dunkel dran erinnern. So, können wir hier irgendwo mit dem Fahrstuhl fahren? Sieht nicht so aus. Wer bist du? Sieht aus wie... Achso, die Pflanze meint sie. Sieht aus wie ein Mirapla. Kokowai Mirapla. Oh Gott, ich habe jetzt schon wieder einen Ohrwurm. So, wer von den Menschen ist neu? Bist du neu? Du siehst aus wie... Ich wollte gerade sagen, das sieht doch aus wie Kaidi. Hi, was macht sie denn hier? Killer? Was machst du denn hier in meinem Haus? Das ist ein Haus? Das Hanohano-Resort gehört meinem Papa, weißt du? Wie dem auch sei. Du bist doch der Champ, nicht wahr? Du wirst doch jeden Tag sicher nicht trainieren, oder? Natürlich meine ich. Natürlich, klar. Von einem Champ habe ich auch nichts anderes erwartet. Das ist eine vorbildliche Einstellung. Ich selbst bin ja in der Golf-Weltrangliste recht weit oben mit dabei. Tägliches Training gehört für mich also einfach dazu. Ich kann nur empfehlen, jeden Tag zu trainieren, auch wenn es nur ein bisschen ist. Hier, das ist für dich. Vielleicht hilft dir das ja, in noch höhere Sphären vorzustoßen. Oh, eine TM bekommen wir sogar von ihr. TM 92 Bizarro-Raum, vielen Dank. Unter Flug-Pokémon gibt es doch viele Vertreter mit hoher Initiative, nicht wahr? Darum nutze ich beim Training gern Bizarro-Raum, um mir so ein Handicap aufzuerlegen. Das macht sogar irgendwo Sinn. Das sorgt nämlich dafür, dass langsame Pokémon zuerst angreifen. Ich muss dann mal weiter. Ich habe heute noch 10 Stunden Training vor mir. Ja, mit ein bisschen Training kann man natürlich auch wieder anders sehen. Reine Definitionssache. Okay. Aber ich finde hier ehrlich gesagt keinen, der wie ein Evoli-Profi aussieht. Ihr sowieso nicht. Warum muss das hier auch so verflucht groß sein? Können wir hier rein? Nee. Du warst auch kein Evoli-Profi, ne? Ne. Ist die Frage, ist die hier oder eher hier im Gebäude? Oder doch irgendwo draußen? Die beiden werden es wahrscheinlich auch nicht sein. Ach guck mal, sie hat da gerade Kaini angesprochen. Wer bist du? Ich bin Hoteldetektivin. Aber die Leute in Alola sind so gutmütig. Nee, das war auch nichts Neues. Ich dachte, das wäre sie vielleicht gewesen. Pustekuchen, sage ich dann nur. So, warst du schon vorher hier? Achso, er kann uns irgendeine Attacke beibringen. Ich glaube, das war irgend so ein Ultra-Move. Er ist auch keiner, den ich suche. Okay. Wenn man natürlich nicht genau weiß, wo sich die Person exakt befinden, kann es natürlich ein bisschen dauern. Das sind nur Pagen und Tänzerinnen. Die werden es wahrscheinlich auch nicht sein. Dann vielleicht hier irgendwo draußen. Ne, die drei waren auch schon vorher da. Wer bist du? Auf jeden Fall niemand von Bedeutung. Die war auch, glaube ich, schon vorher da. Ja, dann such du mal nach Spaß. Geht's hier noch weiter runter? Ja, jetzt geht noch ein bisschen weiter runter. Das sieht mir nach einem Ort aus, wo sich ein Evoli-Profi aufhalten würde. Oder auch nicht. Ja, da fliegt ein Pilippa genau auf der Stelle. Respekt, Respekt. Aber hier ist auch niemand. Wo genau muss ich denn hier hin? Da geht's ja schon wieder... In die Stadt, oder? Ja, da sind wir schon wieder in der Stadt. Oder ist das vielleicht doch am Strand?
hätte ich vielleicht doch erstmal von Anfang an am Strand schauen sollen, der da unten ist. Ah, tut mir leid, es wird wahrscheinlich wieder ein bisschen länger dauern und ich weiß nicht, ob es im Endeffekt überhaupt irgendwas bringen wird. Ach genau, hier war das, der Nebenjob mit den Uferschleudern. Ah, ich glaube eher ist es, oder? Ich bin ein Wassermann. Hm? Nein, nicht vom Sternzeichen, sondern weil ich das Meer so mag. Bei den Badegästen hier handelt es sich um übrigens durch ihre kampflosige Trainer. Okay, nee, doch nicht. Das hätte jetzt gut zum Aquana-Trainer irgendwie gepasst, aber nein. Wer bist du? Nein, du bist auch niemand von Bedeutung. Bei dem können wir den Job mit dem Uferschleuderer annehmen. Und wer bist du? Ah, wir haben sie gefunden. Hat, ja, überhaupt nicht lange gedauert. Es ist bald Zeit für den Schönheitssalon. Bist du der Fulipurba-Profi? Ja, das bin ich. Und mit wem habe ich das Vergnügen? Ach, mein lieber Evan, schick dich. Ich kämpfe gern gegen dich. Noch gehöre ich nicht zum alten Eisen. Aber nach dem Kampf, spätestens, musst du deine Karriere beenden. Aber du siehst ja noch relativ jung aus. Fulipurba-Profi Florence haben wir also gefunden. Sehr schön. Und jetzt die große Überraschung. Sie setzt ein Fulipurba ein. Wer hätte gedacht? Gegen Fulipurba sind wir mit Gloria schon wesentlich besser aufgestellt. Ebenfalls Level 55. Denn wir haben ein sehr effektives Käfergebrumm. Da wird auch die Laubklinge nicht so viel Schaden machen. Wobei war mehr als gedacht. Denn auch bei Fulipurba geht ähnliches wie für Flamara. Der physische Angriff ist, glaube ich, auch bei Fulipurba der stärkste Wert. Auf beiden physischen Seiten Fulipurba nicht zu unterschätzen. Ein Käfergebrumm kann es trotzdem nicht überleben. Die altbekannte Schwäche von Pflanzen-Pokémon, dass sie eben sehr viele Schwächen haben. 5 Stück, um genau zu sein. Käfer ist eine davon. Was für ein heftiger Kampf. Da spürt man seine alten Knochen. Wie gesagt, so alt siehst du eigentlich noch nicht aus. Das war also der zweite Evoli-Profi. Die Blumen welken und die Blätter fallen. Der Stand wird morsch und kehrt zur Erde zurück. Aber mein Fulipurba und ich weigern uns, die Realität so hinzunehmen. Deswegen muss ich jetzt zum Fitness... zum Fitness-Doc, nein. Ich meine zum Schönheits-Doc. Deshalb bewahren wir mit Hilfe von Fitness und medizinischen Fortschritt unseren Look. Sag ich doch. Leider sagen einige Knochen, wie alt man ist. Wie auch immer. Bitte kuss Evan von mir. Mach ich. Ach, und das war in der Tat ein Ufer-Fragezeichen? Ein wildes Pokémon liegt da einfach rum. Ach, ein Stern, du. Aber ein Stern, du brauchen wir doch nicht. Sieht das hier einfach mal so am Strand. Auf Level 23. Das brauchen wir in der Tat nicht. So, Fulipurba und Flamara. Die beiden Fs haben wir schon mal gefunden. Ist die Frage, wo geht's als nächstes hin? Haben wir noch irgendwo etwas hier auf Akala gehabt? Vulkanpark, Schattendschungel wurde nichts von erwähnt. Route 8 müssen wir eigentlich zu diesem Motel Wegesrand uns mit der ominösen Person treffen. Ich glaube, hier war sonst nichts mehr, oder? Boutique? Nee, dann gehen wir mal auf Mele Mele. Zumindest einen Evoli-Trainer würde ich noch gerne in diesem Part bekämpfen. Oder wisst ihr was? Wir machen, bekämpfen noch mindestens 2. Ist nur die Frage, einer war auf dem Friedhof. Wo war genau der Friedhof? Müsste doch hier irgendwo gewesen sein, ne? Haholi Friedhof. Gehen wir mal dahin. Da sind wir, glaube ich, sogar relativ in der Nähe des Friedhofs. Und abgesehen davon müssten noch mindestens 2 weitere Trainer hier auf Mele Mele irgendwo sein. Aber gehen wir erstmal zum Friedhof. Da war auf jeden Fall der Nachtara-Trainer. Das konnte ich mir merken. Und wir sind sogar direkt am Eingang. Perfekt. Mehr kann man sich doch gar nicht wünschen. Ich glaube, ansonsten wird hier wahrscheinlich auch nichts weiter sein auf dem Friedhof, denn wir haben ja schon einmal kurz nach der Pokémon, kurz vor der Pokémon-Liga hier ein Event getriggert und ich glaube, er hier ist der Neue, oder? So, die Blumen sind alle gegossen. Jetzt lieber nach Hause, sonst wird mein Sohn wieder sauer, weil ich so herumtrödle. Bist du der Nachtara-Profi?
Kennst du etwa all die alten Geschichten? Du bist noch recht jung. Ich bin in der Tat Kol, der Nachtara-Profi. Evan schickt dich. Geht es ihm gut? Wir können gerne miteinander kämpfen, aber ich habe heute noch einen Termin im Krankenhaus. Meine alten Knochen, du verstehst. Okay. Dann Evoli-Profi Nummer 3, beziehungsweise Nachtara-Profi Kol, auch ein merkwürdiger Name. Und er hat einen sehr stylischen Ball, was? Das war ein Luxusball, oder? Der irgendwie sehr gut zu den Farben von Nachtara passt. Und noch da haben wir mit Gloria und dem Käfergebrumm eine sehr effektive Attacke. Aber ich glaube sogar Nachtara wird das überleben, oder? Schutztausch. Vertauscht die Verteidigungswerte? Ja, irgendwie sowas. Was uns, glaube ich, aber in dem Fall sogar zugute kommt. Aber Nachtara überlebt trotzdem. Habe ich diesem starken Pokémon durchaus auch zugetraut. Dann machen wir einen Donnerblitz und beenden es, wollte ich sagen. Es sei denn, es kommt eine Top-Genesung. Die alten Veteranen, beziehungsweise das hier ist ja nicht die Trainerklasse Veteran, sondern die Trainerklasse Gentleman. Auf jeden Fall setzen die ganz häufig schon wieder Schutztausch. Ja, das hat es jetzt vollgebracht. Auf jeden Fall setzen die auch häufiger mal gerne Heil-Items, insbesondere Top-Genesungen ein, aber das hilft Nachtara nicht, diese Attacke zu überstehen. Und damit haben wir den dritten Evoli-Profi besiegt. Und wisst ihr was? Ich spare mir jetzt mal die ganzen Dialoge. Diese ganzen Ratschläge und Lebensweisheiten können sie sich sonst wohin stecken. Denn wir müssen uns auch ein bisschen beeilen. Okay, müssen wir eigentlich nicht, aber ich will mich beeilen. Denn der Part wird sonst wieder ein bisschen überlang. Und da habe ich eigentlich keine Lust drauf. So, das war der Friedhof. Wo mussten wir noch hin? Mene Mene Blumenmeer. Ich weiß, eine wohnte in irgendeinem Dorf. Hieß es, glaube ich. Wahrscheinlich hier, in diesem kleinen Dorf, oder? Denn ansonsten gibt es hier doch auf Mele Mele keine Dörfer. Es gibt die große Stadt. Und dieses kleine Dorf, wo auch Hala lebt. Ich vermute mal, dass hier der nächste Evoli-Profi ist. Wahrscheinlich, eventuell unter Umständen. Ich glaube, ihr wart schon alle vorher da. Die beiden waren auch schon vorher da. Ach, das geht einem manchmal so ein bisschen auf den Nerv. Vielleicht auch irgendwo in einem Gebäude sogar drin. Glaube ich aber eher weniger. Vielleicht sogar auf dem Kampfplatz. Okay, hier kommt erstmal ein anderes Event auf jeden Fall. Okay. Hey, Kinder! Hey, nicht aufhören! Mach mal schön weiter, Jungs! Jo, jo, check it out. Was machen die da? Will ich das wissen? Ich weiß es nicht. Erstmal ganz kurz wieder hier umgucken, ob hier eventuell noch eine auffällige Person irgendwo rumsteht. Also abgesehen von Tali und den beiden Skullrüpeln da. Ich glaube, der war auch schon vorher hier, ne? Ja. Okay, dann sag mal an, was ist hier los? Ey, sag mal, weißt du etwa nicht Bescheid? Team Skull ist aufgelöst, am Ende. Und darum versuchen wir stark genug zu werden, um anderen zu helfen, ja? Quasi als Rettungsteam Skull oder so. Okay. Jedenfalls hat uns der Inselkönig einfach an Schlawittchen gepackt und gemeint, wir hätten doch eh nichts zu tun, ja? Tja, und jetzt stehen wir hier und machen unsere Posen. Pokémon-Kämpfe sind ja okay, aber Sumo-Ring in Alola-Stil, ich weiß ja nicht, ne? Okay. Da guckst du, Killer, nicht wahr? Also, ich nutze auch das gerne als Gelegenheit zum Trainieren. Okay, ich dachte jetzt gerade, er wollte damit andeuten zu kämpfen. Da hatte ich jetzt nicht so viel Lust drauf gehabt. Denn ich habe keine Ahnung, ob wir überhaupt nochmal gegen Tali kämpfen können. Bestimmt, oder? So, das ist Route 1, hier wollte ich nicht hin. Haben wir hier noch irgendwo anders ein Dorf? Oder müssen wir tatsächlich hier irgendwo in den Häusern auch noch suchen? Ich glaube, hier ist auch nichts Neues. Sofern mich die grauen Zellen nicht trügen. Ich glaube, hier. Eine von euch war vorher nicht da. Bist du neu? Du bist neu, oder? Mein Enkelkind sollte bald zurückkommen. Ja, wusste ich doch. Bist du der Glaziola-Profi? Wahrscheinlich ja. Aber ich muss mich wirklich jetzt ein bisschen smooten. Deswegen, wie gesagt, seht es mir nach, wenn wir jetzt nicht alle
bestimmt hoch interessanten Texte hier vorlesen. Ich will einfach nur, auch sie hat einen Luxusball übrigens, Glaciola. Ich will einfach nur diese Quest hier schnellstmöglich hinter uns bringen und nicht zu viel Zeit verschwenden. Eigentlich verschwende ich schon wieder viel zu viel Zeit mit dieser einen kleinen Nebenquest. Aber guck mal, wir haben sogar eine sehr effektive Lichtkanone und wir sind schneller. Was macht Glaciola für eine Attacke bitte? Oh! Oh! Spiegelcape! Für die, die es nicht wissen, Spiegelcape funktioniert genauso wie Konter, bloß mit speziellen Attacken. Sprich, Spiegelcape hat unsere Attacke mit doppelter Kraft zurückgeschleudert. Und das war klar, dass das Gloria ausnoggen wird. Shibimov, gib du Glaciola bitte mal eben den Rest. Okay, damit habe ich jetzt echt nicht gerechnet, dass Glaciola überhaupt Spiegelcape erlernen kann. Krasse Sache. Top Genesung. Das würde dir, glaube ich, nicht so viel weiterhelfen. Auch wenn die physische Verteidigung von Glaciola, glaube ich, gar nicht so schlecht ist. Aber nicht gut genug, einen Kraftkoloss von Costurso zu überstehen. Sehr schön. Damit haben wir immerhin schon die Hälfte. Und wir bekommen noch ein bisschen Taschengeld. Das ist auch ganz cool. Dazu. Auf jeden Fall haben wir schon die Hälfte der Evoli-Profis bekämpft. Und ich würde sagen, mit einem Blick zur Uhr, Freunde, machen wir an dieser Stelle den ersten Schnitt im Postgame, im sogenannten Postgame. Ich werde, glaube ich, offscreen unser Team eben heilen und schon mal zum nächsten Evoli-Profi mich begeben. Und an der Stelle werden wir uns dann beim nächsten Mal wiedersehen, wenn es erneut heißt, Let's Play Pokémon Mond. Erstmal vielen Dank fürs Zuschauen bei diesem Part. Und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, sagt euer Killer.